Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch mal wieder gut. Wir befinden uns heute bei einer super heftigen Challenge. Ihr könnt schon im Titel lesen, wir werden heute 10.000 Kalorien in 24 Stunden verbrennen. Ach Mensch, hör auf! Und essen. Juhu! Bei einer Challenge im letzten Jahr habe ich den Mammutmarsch gemacht. 100 Kilometer in 24 Stunden zu Fuß gehen. Das war mit Abstand das Heftigste, was ich sportlich jemals in meinem Leben gemacht habe. Dann habe ich bei einem Video mal Sascha Huber nominiert, dass er doch auch mal diesen Mammutmarsch machen soll. Der hat auch sehr ehrenhaft darauf reagiert und meinte, dass die Challenge, der ich mich heute stelle, viel heftiger sei als der Mammutmarsch. Ach so, ja, 100 Kilometer. Marschieren. Das klingt auf jeden Fall nach viel Spaß, beziehungsweise nach einem schönen, gemütlichen Ausflug. Alles klar, Digga. Meine heftige Challenge war definitiv 10.000 Kalorien verbrennen und 10.000 Kalorien essen. So nicht, mein Junge. Wir haben jetzt noch Samstag, den 31. Oktober. Es ist 23.50 Uhr. Um Mitternacht geht die Challenge los. Ich finde mich hier im wunderschönen Vitaria in Bad Heilbrunn, das mich hier auf absoluter Ehrenbasis um diese Uhrzeit trainieren lässt. Bei der Spenden-Challenge letzten Monat haben wir uns ein episches Cheat-Day-Battle auf Griechenland gegönnt. Und für die heutige Challenge haben wir 600 Euro gesammelt, die an Flüchtlinge in Moria gehen. Also an Leave No One Behind. Vielen, vielen Dank an die Leute, die da mitgespendet haben. Ist auf jeden Fall gut bei Geld rumgekommen. In 4 Minuten ist auch gleich November. Das Video geht auch im November online. Das heißt, nächsten Monat steht Weihnachten an im Dezember. Auch wenn dieses Jahr viele von uns eine harte Zeit durchmachen, gibt es Menschen, denen geht's noch schlechter, die sitzen auf der Straße und sind obdachlos. Und wie jedes Jahr möchte ich auch im Dezember für diese Menschen Geld sammeln. Aber dieses Mal möchte ich gerne mit dem Geld einer Person ein schönes Weihnachtsfest bereiten. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr dafür einen Vorschlag habt. Das heißt, bis Mitte, Ende Dezember könnt ihr über den Moneypool in der Videobeschreibung spenden und das Geld kommt zu 100% auch bei der Person an und wird natürlich auch mit einem weihnachtlichen Video dokumentiert. Jetzt habe ich noch 2 Minuten Zeit. Ich werde alle meine Kalorien heute mit dieser Fitbit tracken. Das ist eine Fitbit Charge 4, die habe ich mir ganz normal selber gekauft. Und jetzt ist es soweit, 0.01 Uhr, Sonntag, 1. November. Die Uhr ist auch auf die Zeit eingestellt. Von jetzt an habe ich 24 Stunden Zeit für die ganze Challenge. Wir fangen auch mit 0 Kalorien an. Und weil ich glaube, dass die Zeit das größte Problem für mich wird, fange ich jetzt schon mal gleich an mit Sport. Und ich habe mir schon im Vorhinein so eine 12er-Box bei Dunkin' Donuts geholt mit 6 extra Donuts. Die waren extra teuer und sind auch extra fett. Allein diese 6 Stück hier haben 2400 Kalorien, die nochmal 1800. Ich werde jetzt hier auf Stufe 10 fahren. Ich schätze mal so eine Stunde ungefähr. Und ich habe gestern am Samstag den ganzen Tag nichts gegessen, damit ich mir das jetzt hier gemeinsam mit euch reinhauen kann. Beginnen wir mit der Challenge. Ich habe richtig Bock. Boah. Ich habe das leichte Gefühl, dass das Essen heute der sehr leichte Part sein wird. Da sind 2 Kinder-Schokoriegel drauf, mit so einer Kinder-Schoko-Glasur noch. Wer hat das erfunden? Hier extra für uns Bayern und für das verpasste Oktoberfest ein München-Donut, gefüllt mit Bayerisch-Creme. Hau ab! Ihr könnt jetzt sehen, ich habe jetzt 155 Kalorien verbrannt in 12 Minuten. Ich muss aber ganz kurz runter, weil ich mit den Dingern nicht auf den Boden komme. Und jetzt werde ich nochmal 45 Minuten hier drauf verbringen und danach gibt es noch eine Stunde Krafttraining. Und weil ich in der letzten Challenge weiß, dass der Oberkörper immer ein bisschen mehr Power hat als der Unterkörper, haben wir entschlossen, noch zu rudern. Die ganze Zeit aufstoßen von den Donuts. Ich dachte, das ist vielleicht zu essen und zu trainieren. Aber mit so einem vollen Magen ist echt doppelt so anstrengend. Oh nein. Und wir haben 1.34 Uhr. Ich habe in der Zwischenzeit gut 1.100 Kalorien verbrannt, indem ich auf den beiden Geräten eine Stunde Vollgas-Cardio gemacht habe und danach halt noch gute halbe Stunde Krafttraining. Das war im Großen und Ganzen schon viel anstrengender, als ich eigentlich gedacht hätte, dass es wird. Aber der Kalorienverbrauch kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Von Donuts habe ich 6 Stück gegessen. Das heißt, ich habe bis jetzt 2.200 Kalorien gegessen und über 1.100 Kalorien verbrannt. Und da merkt man auch schon gleich zu Beginn, wie viel leichter es einfach ist, Kalorien zu essen, als Kalorien zu verbrennen. Damit man aber überhaupt irgendwas verbrennen oder essen kann, muss man auch schlafen und muss sich erholen. Und das werde ich jetzt machen. Wir sehen uns gleich wieder. Und einen wunderschönen guten Morgen, meine Freunde. Ich habe hier Sascha Hubers Muscle Shake gemacht mit 3000 Kalorien. Und da ist so viel Zeug drin, unter anderem 10 Esslöffel Olivenöl, 5 Esslöffel Erdnussbutter. Wir haben 8.36 Uhr und natürlich steht für mich gleich auch eine Menge Sport an. Deswegen gibt es die Stärkung ja auch noch zu kombiniert mit einem Kaffee. Ich werde mich gleich aufs Fahrrad schwingen und dann 100 bis 120 Kilometer Fahrrad fahren auf den Berg hoch und wieder runter. Das wird so anstrengend. Deswegen hier was Gesundes. Ich glaube, der Shake muss nicht schmecken, der muss eher funktionieren. Ich will mich aber echt beeilen, weil 8.41 Uhr ist jetzt auch nicht mehr so früh. Wir haben heute den 1. November und ich muss das heute machen, weil morgen die Fitnessstudios schließen wegen des Lockdowns. Dann wäre das Ganze nochmal schwieriger geworden, weil ich habe keine Cardiogeräte daheim. Und eigentlich war für heute auch gutes Wetter angesagt. Ich hoffe, dass es jetzt nicht regnet auch noch. Und als ich Sascha Hubers Video gesehen habe, wo er 10.000 Kalorien verbrannt und gegessen hat, wisst ihr, wann er das gedreht hat? Genau heute vor einem Jahr, am 1. November 2019. Nein, doch. Und was mindestens genauso heftig ist, ist, dass Gymshark ab Freitag, dem 13. November, Gymsharks Black Friday macht. Das heißt, ihr könnt da bis zu 50% sparen. Und der Black Friday bei Gymshark ist ja wirklich legendär. Also lasst euch das auf jeden Fall nicht hingehen. Nutzt am besten immer den Rabattlink in meiner Videobeschreibung. Damit unterstützt ihr mich. Ihr spart und ihr zahlt keinen Cent dabei mehr. Und da ist halt wirklich extrem viel reduziert. Zum Beispiel halt auch so ein Great Hoodie oder 1000 andere Hoodies und Jogginghosen. Also schaut da auf jeden Fall vorbei. Nein. Ich hau mir jetzt hier diesen Shake rein.
geht relativ gut runter, aber ich merke gerade, oben kommt was rein und unten will langsam was raus. Der Kreislauf der Kalorien, man kennt ihn. Ich habe ausgetrunken und ich glaube, so viel Olivenöl in Kombination mit Kaffee führt nur zu einem. Nur ganz wichtig, nicht auf einmal trinken, sondern am Tag aufteilen. Bei mir ist Schubidubi. So, 9.27 Uhr, es wird höchste Zeit, dass ich losfahre. Ich habe Stand jetzt erst 2072 Kalorien verbrannt, da muss dringend noch was drauf. Ich habe mir hier ein Leggings angezogen, kurze Hose drüber. Hier auch nur so ein Pulli und noch eine Regenjacke hinten drin. Auf dieses sportliche Gefährt geht's jetzt rauf. Dann werde ich jetzt ungefähr so 45 Kilometer zum See fahren. Dann in etwa so 55, 60 Kilometer zurück, eine andere Strecke. Keine Ausreden, Freunde, ich würde sagen, packen wir's an, auf geht's. Hier geradeaus, die Berge, die ihr da seht, da muss ich rüber. Und dann habe ich noch nicht mal die Hälfte geschafft. So, hier ist jetzt der anstrengendste Part, weil ich da diesen Berg hoch muss und das bergauf fahren, nachdem man schon 30, 40 Kilometer gefahren ist. Macht einen echt kaputt. Aber gleich bin ich an dem See, wo ich hin wollte, und dann mache ich eine Pause. Ihr seht es vielleicht im Hintergrund, ich bin angekommen am Walchensee. Vielleicht kennt ihr manchmal euch, der ist wunderschön. Ich hoffe, man kann das einigermaßen erkennen. 2 Stunden 6 unterwegs gewesen, bin 37 Kilometer jetzt gefahren und ich habe 1300 Kalorien verbrannt. Das heißt, ich habe Stand jetzt 3402 Kalorien verbrannt und wir haben 11.40 Uhr. Oh Gott, Alter, ich habe dir fast die Hälfte der Zeit und ich habe nicht mal ansatzweise die Hälfte verbrannt, Mann. Ich muss mich richtig ranhalten. Aber dafür habe ich schon 5200 Kalorien gegessen. Da merkt man einfach, wie krass, wie leichter es ist, Kalorien zu essen, als Kalorien zu verbrennen. Ich merke schon, dass es so langsam in den Beinen losgeht, dass sie so ein bisschen, ja, jetzt nicht verkrampfen, aber die könnten ein bisschen Mineralstoffe gebrauchen. Deswegen habe ich mir von Foodspring so einen Endurance Drink mitgenommen. Perfekt so für Ausdauersport. Mit Franklin FSG spart ihr da wie immer 15%. Ich habe mir auch nichts zu essen mitgenommen. Ich bin jetzt knapp 40 Kilometer gefahren. Die zweite Hälfte wird deutlich länger, weil ich jetzt quasi einmal fast um den ganzen See rumfahre und dann nochmal eine andere Strecke zurück. Und schaut euch jetzt mal an, wie blau das Wasser ist und wie klar das Wasser ist. Und so ein Dulli wie ich bin, habe ich da wieder vor, reinzugehen und baden zu gehen. So, ich habe mich jetzt entschlossen, wisst ihr was, Freunde, ich gehe 15 Minuten schwimmen. Wenn das ein Fehler war, dann war es ein Fehler. Aber morgen machen ja nicht nur die Fitnessstudios zu, sondern bald ist auch Winter. Das heißt, wer weiß, ob man dann überhaupt noch im See schwimmen kann. Es könnte sein, dass das dieses Jahr mein letztes Mal ist. Deswegen möchte ich mir bei dieser Schönheit von Natur die Möglichkeit nicht nehmen lassen. Ein paar Kalorien verbrenne ich dabei ja auch noch. Deswegen keine Ausreden und rein ans Wasser. Kälte soll ja irgendwie auch gut für Regeneration sein. Am brenzligsten ist der Punkt, wenn ein ganz bestimmtes Körperteil ins Wasser kommt. Jetzt würde ich sagen, keine Ausreden. Oh, ist das kalt. Wir haben jetzt 12.11 Uhr, genug gebadet, noch mal ein paar extra Kalorien verbrannt. Das Wasser war auch mega kalt und ich bin in meine Unterhose reingegangen. Ja, die habe ich jetzt auf jeden Fall nicht mehr an. Egal, ist eh viel bequemer so. Aber ich springe mich jetzt hier auf diesen unbequemen Sattel. Jetzt kommt der längere Teil von der Fahrradtour. Pack mal's auf, wir haben noch einige Kalorien zu verbrennen. Und auch noch ein paar Kalorien zu essen und darauf freue ich mich. Auf geht's. Ah, es hat angefangen zu regnen, Leute. Ich habe mich umgezogen. Ich bin jetzt ungefähr bei Kilometer 60. Es fängt schon an, echt gut in den Beinen zu ziehen. Die werden immer schwerer und schwerer. Aber gleichzeitig ist dieser Schmerz auch irgendwie so eine wunderschöne Freude, weil man sich einfach so richtig lebendig fühlt. Denn eine Sache, die viel schlimmer ist im Leben als irgendein Schmerz, ist, dass man nichts macht und sein Leben einfach nur vor sich hinlebt. Wir haben nur das eine Leben, deswegen geht raus. Macht was. Macht so einen Schwachsinn wie ich, wenn ihr wollt. Ich boxe mich jetzt hier noch bei dem Wetter die letzten Kilometer durch. Fettes Problem. Das ist schon wieder passiert. Ich weiß nicht, warum mir das immer passiert, Alter. Das ist wirklich, auch bei dieser Challenge ist mir das schon vor einem Jahr passiert. Nee, vor 2 Jahren. Und jetzt ist es mir wieder passiert. Da oben hängt meine Drohne drin. Ich bin aus Versehen in den Baum reingeflogen. Ich muss die da jetzt irgendwie runterbekommen. Okay, ich habe mir jetzt hier diesen langen Ast abgebrochen. Tut mir leid, Ast. Ganz da oben ist die Drohne drin.
Ich werde jetzt hier auf den Baum raufklettern und versuchen, von dort das runterzubekommen. Da hinten liegt mein Fahrrad. Ich verliere so viel Zeit. In der Stellenbeschreibung für YouTuber stand das nicht drin. Es ist so anstrengend. Ich bin hier hochgeklettert. Der Ast ist gerade nicht lang genug und die hat sich da oben im Baum verhangen. Leute, ich hab's geschafft. Ich hab die Drohne runterbekommen. Hier ist das Ding. Alles nur, weil ich einen Shot haben wollte, wie ich hier rüberfahre. So wie in der alten Challenge. Aber denkt euch den Shot einfach. Ich fahr jetzt heim. So, wir haben 15.51 Uhr. Ich habe bis jetzt 5.714 Kalorien verbrannt. Ich bin zuletzt noch mal eine Strecke von 43,5 Kilometern gefahren. Davor bin ich knapp 10 Kilometer gefahren. Hab das auch auf der Uhr gespeichert, also das ist in den Kalorien drin. Ist aber in der Fahrt nicht drin, weil das GPS-Signal verloren ging. Durch diese ganze Tour bei der Rückfahrt habe ich gerade mal 1.600 Kalorien verbrannt und bin 440 Höhenmeter gefahren. Das war so anstrengend. Ich hatte zum Ende auch wirklich, meine Beine haben schon dicht gemacht. Bei dem Wetter, da habe ich mir jetzt einen fetten Snack wirklich verdient. Erst recht als Nervennahrung mit der Drohne. Ich habe die gerade neu gekauft und so eine Drohne kostet knapp 1000 Euro einfach. Also wenn ihr mir einen riesen Gefallen tun möchtet, dann könnt ihr einfach einen Daumen da lassen und ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wer Bock hat, kann sich natürlich ab Freitag beim Black Friday von Gymshark Sachen über meinen Link kaufen. Damit unterstützt ihr mich auch immer, ohne dass ihr dabei was mehr zahlt. Und ihr seht vielleicht schon, ich habe mir hier lecker Essen geholt, denn bis jetzt habe ich 5200 Kalorien gegessen. Ich habe einen Ultra-Hunger. Der Shake von Sascha Huber, muss ich sagen, habe mich bis hierhin super satt gehalten. Also kann ich nur wärmstens empfehlen, wenn ihr mal so Ausdauersport machen möchtet. Ich habe mir bei McDonald's einmal hier so einen Signature-Burger geholt mit Avocado und Spiegelei. Dann noch ein Mac-Menü, bei dem ich einfach einen Regenbogen Glas bekommen habe. Alter, das wird das neue Investment. Eine große Pommes, nochmal so Potato Wedges. Ich habe so richtig Bock auf was Salziges. Und einen TS-Käse. Das sind nochmal einige Kalorien und Donuts und so habe ich auch noch. So schön mit Käse oben drauf. Einfach ohne Reden. McDonald's ohne Reden. Ich habe ungelogen die ganze Zeit bei der Fahrt vor meinen Augen schon so Pommes gesehen und Burger. Sowas mit der Drohne ärgert mich immer extrem. Das war so unnötig und ich habe ja im August meine letzte Drohne geschrottet und davor bin ich 3 Jahre ohne die kaputt zu machen, meine alte Drohne geflogen. Wir probieren mal diesen Signature-Burger. Hier oben nochmal Avocado auch und Käse und alles mögliche. Ich bin gespannt. Der fliegt auseinander. Ich habe gar keinen Bock mehr zu reden, Leute. Tut mir leid. Uhr, ich habe aufgegessen und jetzt hast du bemerkt, dass ich mir Avocado hier drauf geklickert habe. Ich habe mir gerade von McDonald's 2322 Kalorien reingehauen. Somit habe ich bis jetzt schon 7522 Kalorien gegessen. Warum steht hier bei Sport aber nur 5800 bei verbrannt? Oh, das heißt, jetzt geht's gleich wieder weiter. Ich muss von jetzt bis Mitternacht jede Stunde ungefähr 600 Kalorien verbrennen, damit ich die Challenge überhaupt noch schaffe. Wie soll denn das gehen? Das heißt, ich habe gar keine Zeit zu verlieren. 16:36 Uhr. Es wird schon langsam dunkel. Ich werde mal versuchen, ordentlich Kalorien zu verbrennen. Ich muss mich komplett übrigens umziehen, weil meine anderen Klamotten von vorhin ultra dreckig waren. Ich werde jetzt noch im Hellen laufen und dann wird es auch langsam dunkel. Absolutes Traumziel wäre ein Halbmarathon, wenn ich den schaffe. Also 21 Kilometer sind das, glaube ich, oder 22, ich weiß es gar nicht ganz genau. Auf jeden Fall über 20 Kilometer. Nochmal alles geben, auch wenn die Beine schon komplett durch sind eigentlich. Die kleine Suki will auch mitflitzen. Die wird uns alle abhängen, das haben wir schon oft gesehen. Die ist sportlicher, als man denkt. Also du bleibst jetzt hier mit der großen Kamera. Connected, GPS connected. Dann sage ich mal, ciao. Jetzt geht's erstmal drum, die Beine warm zu bekommen. Das Mac-Menü fährt Achterbahn in meinem Magen. Man unterschätzt es so hart, wie es ist, mit einem vollen Magen Sport zu machen. Meine Beine sind schon so schwer. Ich hoffe, die werden jetzt mit den Kilometern warm und dann fliegen sie wie eine Gazelle. Und hoffentlich fliegen sie nicht wie die Drohne in den Baum. Ich habe jetzt 5 Kilometer hinter mir. Ich falle immer mehr in die Schritte nach vorne rein. Aber es ist ein Viertel, das motiviert mich schon mal. Es geht voran. Man setzt sich die Grenzen nur im Kopf, Leute. Ich bin noch nie so weit gelaufen. Ich bin auch ein ganz schlechter Läufer. Aber das sind nur Schmerzen, die man aushalten muss. Da kann man durch. Genauso wie im Leben, Leute. Da ist das Gleiche. Wir haben alle mal schmerzhafte Phasen. Aber da müssen wir durch. Ich kann die kleine GoPro kaum halten mit meiner Schulter, weil die so kaputt ist von dem Ast von vorhin. Beißen und durch da. Mittlerweile ist es dunkel. Ich bin jetzt bei Kilometer 10. Mein rechtes Knie tut mir echt langsam richtig weh. Jetzt habe ich mir schon gedacht, dass das früher oder später irgendwann kommt. Ich laufe immer eine so eine große Runde um den Ort hier. So kann ich, wenn ich nicht mehr kann, aufhören, ohne dass ich dann irgendwo in der Pampa stehe. Und ich habe mega Schluck auf. Leute, ich habe gerade aus Versehen auf Beenden gedrückt. 18 Kilometer bin ich bis jetzt gelaufen. Ich habe noch 3 Kilometer vor mir. Dann habe ich einen Halbmarathon geschafft. Jetzt muss ich das hier neu anfangen für 3 Kilometer. Aber sowas ärgert mich extrem. Ich wollte das unbedingt, diese ganze Zahl, dass da steht. Und es tut mittlerweile so weh. Ich hatte so eine 6er, 6,15er Pace ungefähr. Das ist jetzt nicht die Welt, aber auch nicht mega langsam. Und mein Knie tut einfach nur weh, mein Rücken tut weh. Mir tut alles weh. Wegen den 3 Kilometern gebe ich nicht auf. Ja, ist okay. Du bist auch gut drauf, gell? Oh. Oh Gott, ich kann mich gar nicht mehr bücken. Ich bin so kaputt.
Ich bin so kaputt. Du siehst doch echt fertig aus. Hast du noch Licht? Aber ich hab's durchgezogen bis zum Ende. Ich muss hier raus. Einfach mal so Halbmarathon gelaufen ohne Vorbereitung. Hätte auch nicht gedacht, dass ich das schaffe. Ich weiß nicht, wie viele Kalorien das waren. Mir tut alles weh. Vor allem mein Rücken. Der hat richtig oft gestochen. Da habe ich mich ja verletzt. Oh, man sieht, nichts ist unmöglich. Man muss einfach nur kämpfen. Das längste, was ich bis da mal gelaufen bin, waren 12 Kilometer während des Lockdowns. Naja. Jetzt haben wir noch mal ein bisschen mehr. So, also hier 3 Kilometer nochmal. Ich habe auch nichts zu trinken dabei gehabt. Oh, das tut so gut. Ich schaue jetzt mal mit euch gemeinsam drauf, wie viele Kalorien wir verbrannt haben. Wir haben 19.10 Uhr und wir sind bei 7.700 Kalorien. Das heißt, ich habe zumindest richtig viel Kalorien jetzt verbrannt in der Zeit. Es fehlen aber noch über 2.000 Kalorien, die verbrannt werden müssen. Und ich habe dafür nur noch 5 Stunden Zeit. Und ich muss ja auch noch was essen. Ich habe auch eine Strategie, wie ich das Ganze schaffen werde. Ich werde mich jetzt umziehen und dann packe ich es auf ins Fitnessstudio. Da geht natürlich wieder Zeit drauf. Aber da habe ich viele Kardiogeräte und Zeug, wo ich das Ganze erledigen sollte. So, wir haben 20.29 Uhr. Ich bin jetzt im Fitnessstudio, bin rübergefahren. Ich habe mir noch was Fettes zu essen geholt, was ich euch nachher zeigen werde. Jetzt gibt's für mich hier erstmal den Kollegen. Natürlich darf an einem Cheat Day in Ben & Jerry's nicht fehlen. Und ich habe das leise Gefühl, dass mir das extrem helfen wird. Allein schon, wenn ich das Ding sehe, da geht meine Laune hoch. Natürlich das gute alte Peanut Butter Cups. Boah, da sind schön viele Stückchen drin. Ihr könnt mal gerne eure Lieblingsrotte in die Kommentare schreiben. Für mich ist es und bleibt es einfach Peanut Butter Chunks. Wenn du Erdnussbutter nicht magst, dann bist du da ganz falsch. Aber wenn du es magst, so wie ich, dann bist du da ganz richtig. Nehmen wir jetzt 8:30. Das heißt, ich habe noch 3,5 Stunden Zeit, um noch 2.800 Kalorien zu verbrennen. Das heißt, ich werde dieses Ben & Jerry snacken, während ich nochmal ein Oberkörpertraining mache, weil Oberkörper war heute mit Abstand am wenigsten dran. Die Hände immer wieder frei und in Satzpausen gönnt man sich einfach ein bisschen Ben & Jerry's. Man nimmt so ein schönes Eis und dann fängt man an, sich aufzuwärmen. Während man Peanut Butter Chunks kaut. Das ist der Sinn dieser Challenge. Essen und gleichzeitig verbrennen. Ich habe das Ben & Jerry's aufgegessen. Das war kinderleicht, muss ich sagen. Ich habe 1:01 trainiert und 601 Kalorien verbrannt. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Wir haben mittlerweile 21.35 Uhr. Der aktuelle Kalorienstand sind 8.868 Kalorien. Ich glaube, ich hau mich hier nochmal auf den Crosstrainer. Ich möchte hier auf den Crosstrainer nochmal trainieren. Ich weiß nicht, wie lange. Ich habe eigentlich auch gar keinen Bock mehr. Meine Beine sagen auch, tu es bitte nicht. Also, 21.44 Uhr, Leute. Ich habe alles vorbereitet. Keine Zeit zu verlieren. Let's go. Ich habe es ungefähr eine halbe Stunde hinter mir. Ich glaube, man sieht's. Es ist auf jeden Fall anstrengend. Ich habe jetzt noch knapp 2 Stunden Zeit. Ich muss mich wirklich beeilen. Ich will jetzt nicht auf der Zielgerade verkacken. Ich habe den ganzen Tag so Gas gegeben, dass ich das schaffe. Jetzt muss ich noch alles geben. So Leute, ich habe durchgezogen, 1:01. Ich habe in der Zeit 631 Kalorien verbrannt. Ich habe die Zeit noch genutzt und einen Livestream gemacht auf Instagram. Instagram sagt Hallo zu YouTube, YouTube sagt Hallo zu Instagram. Ist auf jeden Fall ein sehr stabiler Wert für 1 Stunde, muss ich sagen. Jetzt haben wir noch eine gute Stunde Zeit. Also um 22.54 Uhr haben wir bis jetzt einen Kalorienstand von knapp 9.600 Kalorien. Mamma mia, da sind wir aber schon echt gut dabei, muss ich sagen. Also jetzt in 1 Stunde noch 400 Kalorien verbrennen und 1.200 Kalorien essen. Ich glaube, das heißt, dass ich einfach wieder auf den Crosstrainer muss. Auch nochmal Zeit zu sparen, weil ich nochmal 1200 Kalorien essen muss. Das Ganze darf man nicht unterschätzen. 1200 Kalorien sind 1200 Kalorien. Die Weisheit des Jahres. Werde ich mir diesen Kinderschokoladen-Donut hier nochmal gönnen. Den habe ich gestern auch schon gegessen. Der hat ungefähr nochmal 400 Kalorien. 40 Minuten auf dem Crosstrainer ist ein so kleiner Donut. Die Challenge ist wirklich hart. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ich habe 163 Kalorien verbrannt. Bin aber schon 24 Minuten auf dem Crosstrainer und es wird auch keine Kalorie mehr. Genau das gleiche, was ich vor 2 Jahren auch hatte. Das kann doch nicht sein, dass Fitbit es nicht auf die Reihe kriegt, da irgendwelche Bugs rauszubekommen. Die bleibt einfach wieder von den Kalorien her stehen. Jetzt war alles umsonst oder was? Und der Bug scheint nicht wegzugehen. Also es bleibt immer 0 Kalorien da stehen. Das ist so frustrierend, Leute. Ich sag's euch. Boah, jetzt wird's halt richtig knapp. Ich muss noch 200 Kalorien verbrennen, damit ich die Challenge geschafft habe. Ich werde mich jetzt hier auf diesen Spinning-Maschinengerät setzen, wo ich gestern auch angefangen habe. Und da, wo wir begonnen haben, werden wir es hoffentlich auch beenden. Wir haben 23.27 Uhr. Ich muss noch knapp 1000 Kalorien essen und noch 220 Kalorien verbrennen. Das ärgert mich so hart, weil eigentlich hätte ich es fast schon geschafft. Und das zählt einfach jetzt nicht. Und dann habe ich auch nicht die 10.000 da stehen, was mich einfach persönlich ärgert. Ich werde das jetzt so auf Vollgas einstellen, das Ding. Und sobald ich jetzt 220 stehen habe, habe ich die Challenge geschafft. Stufe 14 und Vollgas. You're a superhero. Alles geben, Leute. Keine Ausreden, auf geht's. Finale. Can I be your superhero?
2, komm, bitte. 1. 0. 221 Kalorien, 10.000 Kalorien verbrannt. Die Fitbit hat während der ganzen Zeit 0 Kalorien getrackt. An der Stelle an Fitbit, schwache Leistung. Wir haben jetzt 23.43 Uhr. Ich bin komplett nass geschwitzt. Jetzt muss ich noch 750 Kalorien essen. Vorhin habe ich mir so eine Pizza geholt. Die werde ich mir jetzt auf jeden Fall reinziehen. Hier, alkoholfreies Weißbier muss sein. Gibt es jetzt heute im Shaker, weil ich kein Weißbierglas hier habe. Isotonisch auf die bayerische Art. Prost auf euch, meine 10.000 Kalorien. 750 müssten ungefähr 3/4 von der Pizza sein. Wir haben noch eine Viertelstunde. Auf geht's. Weißt du was, ich habe noch einen Joker. Die Kinderschokolade habe ich mir verharrte Zeit mitgenommen. Kinder Bueno White. Eins hat 111 Kalorien. Kalorien essen ist viel schöner als zu verbrennen. Ein Kinder Country hat 132 Kalorien. Ein Kinder Country ist kein Kinder Country. Aus dem Grund zwei Kinder Country. Nach 10 Minuten. Okay, so, wir haben 23,59, Freunde. Die Fitbit zeigt an, dass ich 9.900 Kalorien verbrannt habe. Ich habe jetzt ungefähr nochmal die halbe Pizza aufgegessen. Mit allen Kalorien bin ich da auf jeden Fall drüber, auch was das Essen angeht. Die Challenge war auf jeden Fall hart. Ich bin über meine Grenzen hinausgegangen. Mein Rücken tut mir weh, meine Knie tun mir weh. Ich habe mich erstmal ein paar Tage nicht bewegen können. Ich bedanke mich auch beim Vitaria, dass ich überhaupt drehen durfte. Sascha Huber meinte, dass diese Challenge die heftigste Challenge war, die er jemals gemacht hat. Ich habe beide Challenges gemacht und ich kann sagen, der Mammutmarsch 100 Kilometer in 24 Stunden zu Fuß gehen, war nochmal mit Abstand das krasseste. Und ich fände es mal richtig cool, wenn sich mal irgendein anderer Fitness-YouTuber in Deutschland, ganz egal ob Sascha Huber oder wer auch immer, oder muss eigentlich auch nicht aus Deutschland kommen, kann auch aus Österreich oder Schweiz kommen, sich der Mammutmarsch-Challenge mal stellen würde. Das würde ich wirklich immer sehen, wie sich da jemand schlägt. Vielleicht zieht es ja demnächst mal jemand durch, fände ich sehr cool. Auch cool wäre, wenn ihr in der Videobeschreibung vorbeischaut, eine Spende da lasst und vergesst bei Gymshark nicht den Sale ab Freitag. Ich hoffe, das Video konnte euch motivieren, über eure Grenzen hinauszugehen und hat euch ein bisschen so ein Gespür dafür gegeben, wie krass schwierig es ist eigentlich, Kalorien zu verbrennen, die man isst. Also ernährt euch nicht allzu ungesund, achtet ein bisschen auf eure Ernährung, aber gönnt euch dennoch mal was und lasst euch von der aktuellen Situation nicht unterkriegen. Zieht auch dadurch ganz nach dem Motto, keine Ausreden, Freunde, ihr wisst Bescheid. Ihr könnt euch noch dieses nächste Video reinziehen oder hier auf meinem Zweitkanal vorbeischauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Over and out, Freunde. Lasst ein Abo und ein Like.